Ja, hallo, ich begrüße euch wieder mal zu einer weiteren Folge hier. Und dass ihr wieder reingeschaut habt. Und ich würde mal sagen, wir holen uns jetzt mal Ich diesen brauche einen Zahn. Drachenzahn. Versprochen, Ja, das wird mir gefallen. ich weiß. Fass ihn nicht genau. Oh, egal. So unrein. So schrecklich unrein. Oh, wie das stinkt. Perfekt. Das sollte reichen. Was für Type, ey. Was für Typsche. Na, ich bin mal gespannt, wie lange wir noch brauchen, bis wir oben sind. Aber scheint eigentlich so, oder? Als wenn es nicht mehr so weit wäre. Ach, oder er macht aus dem Drachenzahn denn sowas, wo wir da durch dieses Harz durch können. Kann ja auch sein. Werden wir jetzt sehen. Ja, den fasse ich nicht an. Halt ihn hoch. So, jetzt fahr damit die Sehne des Bogens entlang. Tu's einfach. Atreus, deinen Bogen. Zweimal sollte reichen. Ah, schön sachte. Schockpfeile. Sie haben Schockpfeile erhalten. Schießen Sie damit auf Sprengkristalle, um in der Nähe befindlich Harzhindernisse des Weltenbaums zu zerstören. Perfekt. Sie haben Schockpfeile erhalten. Schießen Sie damit auf Sprengkristalle, um in der Nähe befindliche Harzhindernisse. Habe ich doch eben vorgelesen. Wow. Oh klar, jetzt seid ihr beeindruckt. Wie erkläre ich das? Ich habe das Schwingungsmuster der Bogensehne verändert. Wenn du auf das erstarrte Weltenbaumharz zielst, führt die Schwingung zum Bruch der Struktur. Was heißt das? Dadurch explodieren bestimmte Kristalle. Glaub mir, du wirst es lieben. Okay. Wow! Seid ihr schon in Fafnirs Lagerraum gewesen? Wo hast du das denn gelernt, Sindri? Tja, nachdem Brock und ich getrennte Wege gingen, unternahm ich Studien in Vanaheim. Das hat mein Bewusstsein erweitert. Ab und zu brauche ich neue Inspiration für kreative, neue Wege. Das war mit ein Grund für unsere Trennung. Brock ist so festgefahren. Unsere Arbeit hat sich nicht weiterentwickelt. Wir sind zwar meisterhafte Waffenschmiede, aber sonst? Veränderungen sind Teil des Lebens. Wer sich nicht anpasst und verbessert, bleibt im Staub zurück. Und das ist dreckig. Alles klar. Bis nächstes Mal. Er ist schon im Tunnel. Er läuft schon, während er labert, läuft er schon durch den Tunnel durch. Bevor ihr geht, nehmt euch vor allem am Gipfel in Acht. Ich bin sicher, dass Odin da oben etwas beschützt. Und ihr wollt euch nicht bei ihm unbeliebt machen. Alter, sein Ernst? Er rennt wirklich schon vor, ey. Ja, herein. Nee, wir hatten schon alles. Letztes Mal haben wir schon. Das Einzige, was wir verbessern könnten. Achso, das können wir auch noch. Nee, das haben wir doch nicht rum. Und was hättest du denn gern? Sein Bogen könnten wir verbessern. Was reicht? Und zurück zu dir. Das longt. So, dann geht's hier weiter. Kommt mir so vor, als hätten wir erst gestern Hirsche gejagt. Jetzt haben wir gegen Dunkelalben gekämpft, Trolle, Oger und einen Drachen. Jetzt könnten wir es mit allem aufnehmen. Wir siegen, weil wir entschlossen sind. Diszipliniert. Nicht, weil wir uns anderen überlegen fühlen. Klar, ich weiß. Es ist nur, stark zu sein, fühlt sich gut an. Weißt du? Ja, ich weiß. Ja, der könnte dir Geschichten erzählen, Mensch. Das lobst du nicht. So, ich glaube, so weit haben wir es aber jetzt auch nicht mehr.
Mach dich bereit, Junge. Okay. Super abgewehrt. Ah, mach ich schon. Und los geht's. Boah, der ist voll. Ja, das war knapp, Junge. Komm, eine richtige Bombe. Sehr gut. Ah, du bist Ratte, ey. Oh nein, jetzt ist Vieh schon wieder drin. Pass auf, Vater! Und bam, und bam! Oh. So, ganz einfach. Na? Hast du keinen Wirt mehr? Soll ich mir mithelfen? Nein, ist schon okay so, Junge. Bleib einfach so, wie du bist. Nichtmar. Nachtmar Parasit. Als ob Nachtmare nicht schon lästig genug wären, scheint diese Art andere Wesen übernehmen. Lästig genug wären, scheint diese Art andere Wesen übernehmen. Und sie stärker machen zu können. Okay, ja, komm. Kann das kontrollierte Wesen seine eigene Handlung noch steuern oder ist es in einem schrecklichen Wachtraum gefangen? Kein sehr schöner Gedanke. Na, vielleicht kriegt er ja auch alles mit denn noch. Kann ich mir vorstellen. So, was haben wir hier? Wir haben wieder ein Rädchen. Das können wir bewegen. Müssen wir vorher aber 100 pro das Harz hier entfernen. Hier können wir nicht durch. Soll ich ihn zerschmettern? Na klar, Junge. Immer doch. Los. Boah, Mann. Was für eine Explosion. Unfassbar, Junge. Gut gemacht. Okay, warte, mein Fehler hier. Ich muss das hier anpeilen. Oh, das gefällt mir. Aber seltsam. Er ist nicht komplett explodiert. Okay. Ich habe auf den Kristall geschossen, aber er leuchtet schon wieder. Okay, dann nochmal. Oh, okay, dann nicht. Achso, da weiter oben ist bestimmt auch noch Harz. Deshalb. So, Junge. Oh, du Mistratte, ey. Ja, komm mal dabei her. Komm. Mach doch mal Faustkampf. Alter, voll zu gebombt hier. Wieder ein Eintrag. Diese Nachtmare tun alles, um andere Gegner zu kontrollieren und machen diese dabei deutlich stärker. Habe ich auch schon gemerkt. Können wir noch was damit machen? Nein, können wir nicht. Oh, meine Axt steckt da immer noch fest, ey. Na gut. Da können wir die Pfeilart wechseln. Das seht ihr wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich habe ich leider meine Facecam genau da. Aber da sieht man halt nur die Anzahl der Pfeile, die man hat. Und unsere Superfähigkeit, einen Wolf zu rufen. Boah! Mistratte. Hier ist sauber. Sauber, Junge. Ja! Der hat aber was genommen, ey. Der hat was genommen.
Komm schon, komm schon. Oh. Oh, ey, die Mistviecher sind ja überall, ey. Bam. So, und du, Alter? Wie war ich? Passabel. Immer diese Nervbacken, ey. So, machen wir erstmal Licht hier. Was haben wir hier? Gesundheit, schön. Auf. Ach, der ist wie so ein Wechselstein wieder. EP erhalten. Warte mal, ist hier oben noch Gesundheit? Nö, dann können wir erstmal das hier machen. Oh, ist ja schon. Was macht er? Betet er? Oh, die machen irgendwas. Mist, den können wir gar nicht anpeilen. Gut. Würde ich mal sagen, gibt's wieder ein paar auf die Fresse, ne? Los geht's! Bam, hallo! Oh. Boah, der hat mich schon mitgegeben, ey. Boah, Alter. Los, Junge, mach was. Oh, sauber. Hi. Boah, Alter, wie knapp immer. Ja. Was? Sieh mal, da ist eine Brücke. Aber wie kommen wir hin? Alter, das hat Bock gemacht gegen dieses Vieh, ey. Alter, Alter, Alter. Hier ist Schattenbogenschütze, wie ein Schatten nutzt, aber Eismagie wie ein Wurfspeer muss ein Hellläufer sein. Wo war der von ihm? Hell Weaken, ein toter Weaken oder Weiken, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Dieser Hellläufer ist genauso stark wie sein Sire-Gegenstück. Sire. Oder sogar stärker. Ja, der ist drauf. So, jetzt können wir hier so ein Teil nehmen. Vielleicht können wir das damit zerstören. Nein, können wir nicht. Achso, das bleibt dann da. Perfekt. Sauber. Oh, doch nicht. Steckt auf der anderen Seite fest. Scheiße. Runenmagie hält es verschlossen. Ach, da ist er auch noch. Gut, den können wir aber das da zerstören. Sie ist schon halb unten. Den Rest schaffen wir auch noch. Na klar. Hier ist noch eins. Der hier heißt Emil. Mutter wollte mir von ihm erzählen, aber ich war wohl zu jung. Kommen da Riesen aus seinen Achseln? Der ihn da ersticht, könnte Odin sein. Ey, Odin hat alle erstochen, ganz ehrlich.
Kann ich dir gleich immer gleich sagen. Wenn irgendwie Odin sich mit jemandem getroffen hat, hat er ihn immer erstochen. Die Riesen haben Schreine hinterlassen. Ja, ja. Warte, die Geschichte kommt jetzt erst. Was ist das? Dies ist ein Buch, mein Junge. Dies ist ein Buch. Ymir. Das ist verwirrend. Ymir ist der erste Riese und seinem Körper entspringen Sachen. Nicht nur andere Riesen, sondern auch Wind, Bäume, Sonne, vielleicht Mahn, die sich in Zwerge verwandeln. Änderung verwandeln? Dann tötet ihn Odin. Aber wo kam er her? Ah, hier haben wir schon mal... Jo! Die Truhe wollen wir auch auf jeden Fall mitnehmen. Toll, das ist ein ja, sehr toll. Aber wo sind die anderen? Helf mal suchen, Junge. Hilf mal, Papa. Ganz oben? Nee. Ach, und ist ohne Zeit. Ach so. Komm, schieß mal einfach mal da rein. Oh, die könnten jetzt überall sein, oder? Sowieso voll scheiße dunkel hier in den Gang. Wo haben wir hier noch Siegel? Siegel, Siegel, Siegel. Wo bist du? Da unten? Vielleicht irgendwo? Vielleicht kommen wir auch noch erst hin. Dann probieren wir erstmal lieber hier mit. Können wir von hier unten an schon irgendwie das angreifen? Okay. Probier mal. Oh, oh. Es ist so toll, damit Dinge zu zerschmettern. Junge, du hast mich fast getötet. Verdammt nochmal. Pass doch mal auf. Oh, wir haben Besuch. Ja. Oh, jetzt kommt hier wieder so ein Spaß. Okay, geil. Ah. Oh, jetzt. So läuft das hier. Wenn Kratos sauer ist. Oh, ja, ja. Langsam habe ich das Mal. Oh, da liegen alles voll. Das ist alles Tote? Wenn wir besessene Gegner betäuben oder töten, holen wir damit den ihn kontrollierenden nicht mehr aus dem. Habe ich schon längst bemerkt. Danke, Junge. Oh, da ist noch eins. Toll, kannst du noch eins geben. Komm schon, wo bist du? Ich finde dich sowieso. Komm raus. Los. Sofort. Oder hinter dem Ding da. Das sieht aus wie Tote vom Weiten. Hä? Was war das? Und Shooting. Mensch, Junge, du bist ein richtiger Shooting-Star. Junge. Jawohl. Ha, schön. Jo.
Wissen hinzugefügt. Der grausame große Krieg. Hier fiel Nertus von den Warnen, erschlagen von Magni und Modi, den Söhnen Thors. Die Jötner sind Zeugen der Grausamkeit dieses großen Krieges. Weder Asen noch Warnen können triumphieren. Sie ist so vorhergesagt, doch was bleibt von Midgard noch übrig, bevor sie den Waffen niederlegen? Bevor sie die Waffen... Ich lese hier schon wieder Sachen, die gar nicht da sind. Verdammt nochmal. Die Riesen wünschten sich Frieden. Kein Wunder, dass sie Tyr so mochten. Ja, aber wo sind jetzt... Wo ist jetzt das Siegel? Das interessiert mich jetzt viel, viel mehr. Siegel, 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 Siegel. Wird es so weit voraus sein? Das letzte? Es wird kälter. Wir müssen fast oben sein. Ich sag mal, könnte sein. Muss aber nicht. Nee. Nee, 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 nee. Ich glaube nicht, das ist... Was? Oh, achso. Ich glaube, das war einfach nur von mir. Das muss irgendwo hier sein. Da müsst ihr jetzt leider durch und mitsuchen. Wenn ihr es nicht schon gesehen habt. Oh, ist auch so dunkel hier, ey. Wo willst du denn hier was finden? Okay, dann drehe ich mal am Rad. Der ist bestimmt da oben. Muss. Muss auf jeden Fall. Ja! Ja! Oh! Laut. Ist ja gut. Was? Alter! Ja, ich weiß, ich weiß. Alles ist gut. Alles ist okay. Atreus, hier. Ja, Vater. Ja, wie soll er das denn machen? Der kommt doch nicht hoch. Kommt der da aus der Truhe rausgeschossen, ey? Ich glaube, ich spinne. Material? Gesundheit. Gesundheit. Ja, das brauchen wir nicht. Aber wir haben hier noch so einen Wechselstein. Ich nehme mal wieder den weißen. La 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 la. So. Hujo. Bäm, Alter. Ja, ich liebe diese Truhe. Ich liebe sie. Und wieder Idun Apfel. Jetzt, achso, ich dachte, wir haben schon mehr gesammelt. Mehr Äpfel. Und hier ist der erste wieder. Schade. So, ich höre schon wieder Geräusche. Da unten. Achso, da waren wir. Von da sind wir. Da sind wir schon lang gegangen. Oh ja, kommen wir jetzt endlich am Gipfel an. Es wird auf jeden Fall kälter. Nicht mehr lange, Mutter. Ja. Noch ein Tor. Und die Schlitze, durch die ich hindurch sehen kann, vermute ich ein Tor nach draußen. Auf den Gipfel. Köcher,
Der Gurt ist beim Kampf mit dem Drachen gerissen. Schon gut. Ich halte ihn einfach fest. Halt. Ein kaputter Köcher kostet dich Zeit. Schmerz überleben wir, kaputte Waffen jedoch nicht. So geht's erstmal. Gut? Gut. Geh. Langsam, Junge. Pass auf, wo du hintrittst. Ach ja, Vater und Sohn. Papi bringt wieder was bei. Der Sohn denkt natürlich, ach nö, ist doch alles okay. Aber er hat recht. Es kostet Zeit. Und kann einem das Leben kosten, Mensch. Boah, Alter. Und jetzt darfst du hier nochmal schön in der Landschaft laufen. Wie schön das aussieht, ey. Die Berge, ey. Na? Ist einer auf die Fresse? Bam! Ja, 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 komm. Verpiss dich mal einfach. Und hallo, noch einmal, ja? Ja, sauber. Na, und du? Ach, hinter mir? Was? Oh, du kleiner Penner, ey. Na? Ja, roll mal, kuller mal. Purzelbaum hier. Sauber. Huyo! Attacke! Und jetzt harte Tür. Na? Ah, habt ihr Angst? Komm. Komm schon, du hast doch keine Angst. Ach. Ah, gut. Ach, Mensch, das war aber da nie. Das macht so einen Spaß, dich zu verarschen einfach. Wir sind hier fertig. Immer diese Nervensägen. Aber es macht Bock. Alter, einmal noch mal kurz hier mal stehen bleiben. Und das? Rote Bäume? Da sind auch so ein gelber Kreis hinten. Oh. Wir haben einfach die Aussicht, ey. Einfach diese Aussicht. Hammer. Alter, ich kann es nicht fassen, wir sind da. Wir sind wirklich da. Junge, sei mal leise. Psst. Da muss es nach oben gehen. Ja, warte. Auf jeden Fall labert da jemand. Hoch die Tassen! Ach man, für sowas brauchen wir hier auch noch was. Müssen wir eines Tages irgendwann wieder zurück. Okay. Gucken wir mal. Du hörst die Stimmen auch, oder? Ja, sei still. Das ist der Mann, der bei uns zu Hause war. Du hattest ihn doch getötet. Ich sehe, bist du diesmal nicht allein. Der war tot. Wenn die Söhne Thors mich mit ihrer Gegenwart beehren. Sagt mal, überschlagt ihr zwei euch noch immer, um Papa zu beeindrucken? Der tätowierte Mann. Den Spuren nach reist er jetzt mit einem Kind. Wohin wollen die beiden? Woher soll ich das wissen? Belauschen erstmal. Der klügste Leben, Mensch, nicht wahr?
und sogar klüger als alle Toten. Du hilfst mir, ich helfe dir. Sag mir, wo sie sind und ich rede mit Odin. Dein Vater lässt mich nicht gehen, Baldur. Und er wird verhindern, dass du mich tötest. Du hast mir nichts zu bieten. Also nimm deine Fragen, deine Drohnen und deine beiden nutzlosen Schwachköpfe und verpiss dich! Wenn niemand hinsieht, holen wir uns ein anderes Auge. Vergiss nicht, wir sind überall. Sind wir wirklich, nicht wahr? Haltet die Klappe, ihr Idioten. Baldur, einer der Asen. Odins Sohn, Thors Bruder. Er kam zu unserem Haus, kämpfte gegen Vater und wurde von ihm getötet. Dachten wir. Angeblich spürt er keinen Schmerz. Jetzt jagt er uns mit seinen Neffen, aber wir wissen nicht warum. Alter. Wir haben sein Genick gebrochen. Der kann anscheinend gar wirklich nicht sterben. Überhaupt gar nicht. Aber es hat Bock gemacht, gegen ihn zu kämpfen. Ach, jetzt runter. Achso. Jetzt sind sie auf jeden Fall weg. Von euch haben wir gerade gesprochen. Ein tätowierter Mann unterwegs mit einem Kind. Geh und stell sicher, dass wir allein sind. Aber sie sind doch gegangen. Tu, was ich sage. Er weiß nicht, was du bist. Und dabei soll es auch bleiben. Wer bist du? Ich? Ich bin der größte Botschafter der Götter, der Riesen und aller Wesen der neuen Welten. Ich kenne jeden einzelnen Winkel, jegliche Sprachen, geführte Kriege und jeden Handel. Man nennt mich Mimir, den klügsten lebenden Mann. Und ich habe Antworten auf all eure Fragen. Warum jagt uns der Sohn Odins? Na gut, ich habe ein paar Wissenslücken. Aber Odin hält mich hier gefangen seit 109 Wintern. Ich bin sehr schlau. Ich finde die Lösung. Versprochen. Ich brauche nur etwas Zeit. Es ist niemand da. Habe ich doch gesagt. Die Mutter des Jungen ist tot. Sie wollte das... Sie sollen ihre Asche verstreuen. Auf dem höchsten Gipfel aller Welten. Oh, dann seid ihr hier am falschen Ort, kleiner Bruder. Der höchste Gipfel aller Welten ist nicht hier in Midgard. Es ist in Jötunheim, der Welt der Riesen. Nein! Hat sie das wirklich gemeint? Hä? Sieh doch. Das ist die letzte bekannte Brücke nach Jötunheim in allen Welten. Siehst du den Berg, der aussieht wie die Finger eines Riesen? Das ist der Gipfel, den ihr sucht. Nicht hier. Was ist mit dieser Brücke? Wir haben einen Bifrost. Als die Riesen die Brücken zu ihrer Welt zerstörten, haben sie diese hier mit einer Rune versperrt. Wenn es sie noch gibt, kennt die nur ein Riese. Und alle haben Midgard vor langer Zeit verlassen. Richtig. Doch heute haben die Schicksalswinde einen Wirbel des Zufalls erzeugt. Wisst ihr, es lebt nur eine Person, die euch an euer Ziel bringen kann. Und ihr habt Glück. Ich habe sonst nichts vor. Wir gehen nach Jötunheim, ja? Strategisch gesehen eure beste und einzige Möglichkeit. Es ist der eine Ort, an den euch der Unbesiegbare nicht folgt. Was ist zu tun? Ja! Schneidet mir meinen Kopf ab. Was? Odin sorgte dafür, dass keine Waffe, nicht mal Thors Hammer, meinen Körper befreien kann. Glücklicherweise braucht ihr meinen Körper nicht. Der Trick ist, jemanden zu finden, der mich wiederbeleben kann. Mit der alten Magie. Alte Magie? Eine Hexe im Wald. Sie kennt diese Bräuche. Wird sie helfen? Vielleicht. Los geht's. Aber wenn sie scheitert, bist du tot. Er quält mich, weißt du. Tag für Tag. Odin selbst legt dafür Hand an und glaub mir, seine Kreativität ist grenzenlos.
Jeden einzelnen Tag. Oh Mann. Das ist kein Leben. Glaube ich dir. Wie du meinst. Oh, aber ohne mich. Ja, geh lieber schnell weg, Junge. Bruder. Falls es nicht klappen sollte, musst du etwas wissen. Der Junge. Du machst es nur schlimmer, je länger du ihm die Wahrheit verschweigst. Er wird dir grollen und du verlierst ihn für immer. Es gibt viel über mich, das er nicht wissen soll. Dir ist dein Geheimnis also wichtiger als dein Sohn. Ich hacke jetzt deinen Kopf ab. Auch gut. Verloren geglaubte Reich der Riesen. Das ist... Sehr lästig. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Und jetzt haben wir schön den Kopf dabei. Mal klären, Moment, da ist noch eine Truhe. Hier war nichts mehr. Warte mal, können wir hier am Baum noch was? Boah, da hängt dann noch so. Ja klar, ey, wenn er jeden Tag dauernd gequält wird, und zwar von einer... Wie still? Alter. In einer unerdenklichen Weise, ja, mit einer Kreativität gefoltert wird, jeden Tag. Da bist du so. Komm, Junge, hilf mal. Jetzt richtig? Weil eigentlich müssen wir doch durch dieses Portal oder so, oder? Kennst du den Weg zum Haus der Hexe noch? Ja, im Wald mit den blutroten Blättern, südlich des Sees. Ich weiß, wo wir hin müssen. Hoffentlich ist sie heil aus Elfheim rausgekommen und kann Mimir zurückholen. Er war nett, bevor du ihm den Kopf abgeschlagen hast. Ach, seht ihr, so können wir mit dem Portal wieder zurück. Hä? Ist hier so eine versteckte Ecke? Oder noch so ein kleiner Weg hier rein? Dass hier nichts liegt? Ach, hier ist eine Truhe! Noch eine Truhe! So. Gucken wir hier nochmal, ob wir was mit diesem. Ich nenne es jetzt auch mal Portal machen können. Kratos, Mensch. Ach, hier. Das ist die Brücke nach Jötunheim? Ach, das ist die Brücke selber. Sieht seltsamen Türen aus. Bestimmt kann uns Mimir helfen. Falls wir ihn wiedererwecken. Vielleicht müssen wir ja auch vorher alle Kammern durchstöbern immer. Wer weiß. Wer weiß. So, wo war... Hier war sie. Aber da können wir nicht hin. Wir müssen hier hin zum magischen Tor am Lahn. Sieh dir das an. Das ist ein Ast des Weltenbaums. Junge, oha, komm nicht vom Weg ab. Klar, ja, ich weiß. Unglaublich, dass es Baldur war, der zu uns gekommen ist. Der Asengott Baldur. Und du hast gekämpft und gewonnen. Ja. Einer von Odins Söhnen, Thors Bruder.
Und jetzt jagt er uns mit seinen Neffen? Warum geschieht das alles? Frag den Kopf, als er wiederbelebt wird. Mach ich. Weißt du, insgeheim hatte ich gehofft, irgendwo in diesem Berg einen Riesen zu treffen. Sie haben Midgard wohl tatsächlich verlassen, außer der Schlange. Vielleicht die letzte ihrer Art. Bist du auch der Letzte deiner Art? Ist es das, worüber du nicht gerne redest? Meiner Art? Ich meine, deiner Familie. Von Mutter und mir. Wo du hergekommen bist. Deine Mutter. Dein Vater. Dafür ist jetzt nicht die Zeit. Verstehe. So, da haben wir ein Türschle. Pause! Ich schrei dich auch nicht an, wenn du dir gerade die Sackhaare richtest. Lass ihn, Junge. Ach, ihr habt meine Ruhe ohnehin schon gestört, also gesellt euch einfach zu mir. Wir sind nicht hungrig. Gut, ich wollte euch auch nichts anbieten. Wir haben Sindri gesehen. Na dann Glückwunsch. Und ihr habt ihn doch bestimmt auch wieder an meiner Axt herumwursteln lassen, hm? Zeig mal, was er angerichtet hat. Der würde ein gutes Gleichgewicht selbst dann nicht erkennen, wenn es von seinem Schwanz baumeln würde. Ist er denn genug? Bestimmt. Gut. So ist besser. Das war's schon. Was wollt ihr sonst noch von mir? Hm? Manchmal ist Sindri so in seine Arbeit vertieft, dass er Essen und Trinken vergisst. Und wenn er mal dran denkt, schafft er es nicht, etwas Ordentliches zu kochen. Ich hab wohl den Magen in der Familie abbekommen. Und natürlich den Grips. Er fehlt dir. Was? Dieser Schwachkopf? Was weißt du schon? Ich meine bloß... Hey, erlaubst du mal? Ich muss mich hier konzentrieren. Eigentlich hätte ich nämlich jetzt Pause. Hey, wo ist denn dein Lasttier? Hab sie gegessen. Hab Teile von ihr vorhin erst wieder ausgekackt. Was stimmt nicht mit dir? Was? Sie gab keine Milch mehr. Sie war deine Freundin. Dann wird sie froh sein, dass ich so satt bin. Scheiße, Kleiner. Du bist echt sentimental, weißt du das? Lass dich da draußen bloß nicht verwirren. Ich mache mal weiter. Hab eben vorhin Teile von ihr ausgekackt. Was für ein Typ. Gut, muss mal gucken, wie wir mal denn zu ihr hinkommen. Auf jeden Fall einfach nur den Weg wieder zurück. Oder wir können da anliegen sogar. Aber das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Und wie immer bedanke ich mich wieder bei euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und dann hören wir uns in einem meiner nächsten Junge, Videos hoffentlich. Zurück zur Hexe. Erst müssen wir ein Boot finden. Okay, das machen wir. Gut. Dann sage ich ciao, bis zur nächsten Folge und haut rein, habt noch einen schönen Tag und bye bye, ciao.